sie jetzt heute spielen? Seht ihr die Jungs da hinten? Das sind Mallorquiner, die spielen Pokémon. Und hier wird es langsam auch voller. Also die Lieblingsstelle von Jan Like. Findet regen Zuspruch. Hallo, guten Tag, wer bist du? Ich komme aus Hamburg, Vincent und Basti. Hallo, moin. Und ihr habt euch heute Morgen oder wann habt ihr euch Pokémon runtergeladen? Seit einer Woche. Seit einer Woche schon? Ja, shipped ne? Keine Werbung machen, aber... Ja, sag ruhig, ist ja. Welcher Level bist du? Ich bin gerade 12 geworden. Oh! Auch nicht schlecht. Aber ich bin, bei du? Ich bin nur Level 9, Alter. Ich bin total low noch. Habt ihr gerade unser Video gesehen, dass ihr hierher gekommen seid? Nee, gar nicht. Das war gerade Zufall, weil gerade angezeigt wurde, dass Misasam in der Nähe ist. Wer ist in der Nähe? Moment mal, wer ist in der Nähe? Ein Pflanzen-Pokémon. Aber ihr habt auch gesehen, dass ich Module in den Pokémon Stopp gesetzt habe, ne? Das ist für andere ja ganz cool, ne? Ja, das ist total. Geil. Ein Ponita. Ja. Was? Du musst doch die beiden da hinten. Ja, ja, die beiden da hinten, die wollen scheinbar nicht mit euch mitspielen. Das sind Spanier, Also Mallorquiner, ne? Die kamen jetzt gerade an. Sauber. Also für alle, die das erste Video nicht gesehen haben, Jan hat mittlerweile 200 Euro in Pokémon Go investiert und hat hier zwei Module aufgebaut, korrekt? Richtig. Ihr seid alle herzlich eingeladen, ich spende Module heute und ihr könnt, also hier kommt ein Pokémon nach dem anderen vorbei. Nimm eine Powerbank mehr, sonst lohnt sich das hier nicht. Du hast nur noch 20% Akku, ne, oder? Nee, 66, aber ich habe noch 20%, ich habe es nicht vorher geschafft zu lernen. Sag mal, euch würde ich normalerweise jetzt verorten im Bierkönig. Ja. Normalerweise, wenn ich so also ein Spiel das Spiel muss schon, das Spiel muss doch schon richtig krass sein, wenn es dich vom Trinken im Bierkönig abhält, oder? Wie gesagt, wir haben unseren Kollegen gesagt, wir schlafen gerade. wir wollen eigentlich mit euch saufen. Richtig. Das ist geil. Wir wollen halt der größte Pokémon-Trainer der Welt werden. Ja. Ihr seid auch Pokémon-Trainer schon, oder? Ja klar, wir sind alles Trainer. Das ist unsere Zeit, ne? Also, Ingo, ich bitte dich. Weltherrschaft. Also, da wir jetzt dank Jan Likes Teilung 3100 Menschen in diesem Chat begrüßen dürfen. Ah, okay. Danke, Jan. Teile ich auch gerade nochmal. Können wir ja alles nochmal von vorne erklären hier. Also, Jan befindet sich gerade auf Mallorca. Steht hier an einer viel befahrenen Verkehrsstraße, Höhe Balneario Nummer 13, und hat hier gestern Nacht zufällig was entdeckt. Ich habe hier einen ganz besonderen Pokémon Go Hotspot entdeckt. Hier gibt es nämlich zwei Pokémon Stops und die habe ich beide mit Modulen gefüttert, also zwei Module eingelegt. Module sorgen dafür, dass Pokémons angelockt werden. Wir haben in der Tat, habe ich ja eben schon erzählt, wir haben gestern Nacht um 2.30 Uhr mit vollgeladenem Handy uns nochmal auf den Weg gemacht, ein paar Pokémon zu sammeln. Hi. Das war kein Pokémon. ja, genau. Und ist gestern Nacht in der Tat auch noch ein Mallorquiner hier angekommen mit seinem Auto und hat uns erzählt, dass er im Bett lag, gesehen hat, dass hier irgendwie was los ist und extra nochmal aufgestanden ist, um sich auch nochmal ein paar Pokémons vorm Schlafengehen einzuverleiben. Also sehr geil. Gibt es eigentlich auch die Möglichkeit einer Community? Dafür sorge ich. Ich gründe den größten Pokémon-Clan Deutschlands. Also ich werde definitiv für die Präsidentschaft kandidieren. So viel steht fest. Also. Ich wähle dich sogar, weißt du das? Ich krieg also nicht haben. Wenn du diese Dinger wirfst überall, dann wähle ich dich. Das ist der Hammer, ne? Wie heute ist Jan Likes Pokémon-Partei. Ja. So. Ich habe auch gehört, hier Samstag 19 Uhr bei Saturn in der Möckelbergstraße ist ein großes Treffen. Stimmt, in Hamburg. Ja. Nachtwanderung. Die Nachtwanderung. Genau. Also sämtliche Pokémon-Veranstaltungen spießen gerade bei Facebook aus dem Himmel. Das ist der totale Wahnsinn. Das heißt, in Hamburg werden sich in der Möckelbergstraße ja mehrere tausend Menschen zusammenfinden. Ja. Vielleicht sogar, wenn das so weitergeht, Zehntausende. Da kann man schwer von ausgehen. Und also, wenn jeder ein Modul aufmacht, was passiert dann? Es geht nicht, weil du kannst immer nur ein Modul pro Pokémon-Stopp einsetzen. Aber es profitieren alle Spieler davon. Okay. Also das ist das Gute. Deswegen stehen die Schnorrer hier uns gerade, weißt du? Wir kommen auch hier gefühlt nie wieder weg, ne? Also, das Problem war, es war gerade schwer, entweder ein Bild mit Jan zusammen oder Pikachu fangen. Ne? Also ich habe mich für Pika entschieden. Hätte ich aber auch gemacht. Da muss man Prioritäten setzen. Ja, wirklich. Also, wenn das Paul Jagi ist, wäre das... Wulpix! Er hätte eine Rose mitgehabt. Wulpix. Hab ich auch. Hab ich auch. Das ist die Form. Den hatte ich noch nicht.
Vulpix habe ich noch nicht. Das war irgendwo auf der Schulter gerade. Ja, ja, genau. Bei mir auf der Schulter sitzt was? Ein Vulpix. Was ist ein Vulpix? Das ist so ein fuchsartiges Ding. Ein bisschen aus wie ein Fuchs. Pokémon. Ja. Oh, das hatte ich echt noch nicht. 1200 EP. Bist du denn schon, Alter? Hast du Glücksei oder was? Ich hab Glücksei. Das, hast du auch. Das hattest du doch vorhin schon. Wie lange hält denn so ein Glücksei? Ja, jetzt abgelaufen, aber ich aktiviere jetzt nochmal eins. Es hält nämlich 30 Minuten. Genauso aktiviere ich jetzt auch nochmal den Rauch, damit ich halt wohlriechend hier rumstehe für die Pokémons. Und wie stehst du Jan bei? Also er macht jetzt zwei verschiedene Dinge. Wie sind deine Maßnahmen? Ich habe dasselbe und ich laufe mit ihm rum. Ne? Aber Kevin hat nur 7 Stück noch, weil er nur iTunes für 15 Euro aufgeladen hat. Ich habe jetzt 200 Euro aufgeladen und werde heute Abend auch nochmal 200 Euro aufladen und morgen werde ich das gleiche tun. Du machst dich mit deiner Kohle richtig fertig. Ja. Ich mach dich mürbe. Kevin, mal kurz zu deiner Person. Was machst du eigentlich? Ich sehe dich immer in der Nähe von Jan. Du machst in der Videoproduktion was für ihn, oder? Nee, eigentlich bin ich Kupi von Paul Janke, aber ich gehe einfach mit dem mit. Nein, ich bin auch DJ und spiele eigentlich immer vor ihm bei Clubgeeks in Deutschland oder sonstiges. Und irgendwie sind wir auch befreundet. So ich möchte kurz etwas erwähnen und das ist jetzt wirklich richtig lustig. Kevin ist nicht nur ein sehr, 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 sehr guter Freund von mir. Und Kevin ist auch nicht nur Support-DJ von mir. Nein, Kevin hatte letzte Woche Freitag. Doch, ich erwähne. Aber nicht was, sondern nur einfach die Tatsache. Nee. Das ist blöd. Ich hab's geteilt. Das ist echt. Nee, das geht wirklich nicht. Wie, was geht nicht? Was du beruflich machst? Sonst muss ich dich töten. Hä? Also, Kevin ist Polizist. In der Tat. Schwipper. Mensch, dann können wir mal in Ruhe über den Polizeiskandal an der Playa sprechen, was? Pokémon, Polizeiskandal. Ego, können wir noch ein paar grüßen? Ja, klar. Komm. Ich muss erst fragen. Ihr müsst aber auch sagen, was ihr beruflich macht. Seid ihr auch Polizist? Das darf man nicht sagen, Ingo. Das darf man nicht sagen. Wir grüßen einmal die kleine Tini, Knutschkugel. Zwei darfst du noch. Oh, ist schwer. Christina. Und? Basti und Dennis. Das waren 4. Nee, der heißt so. Die Eltern konnten sich nicht entscheiden. So. Oh, ich hab Rion vor. Da hinten stehen noch die Spanier, die hier auch auf Jans Kosten jagen. Und ich gehe nochmal zurück, um die Szene hier einzufangen, die wir in Zukunft wahrscheinlich auf sehr, sehr vielen Plätzen auf der Welt sehen werden. 4 Männer mit Handys in der Hand, die Pokémons fangen. Ich glaube, da hinten versucht auch gerade jemand, einen Pokémon zu fangen. Irre, was hier passiert. Und Jan hat sofort geschnallt, dass die Zeichen der Zeit günstig sind und hat Pokémon-Mützen entworfen, kann man das ja so sagen? Ja, kann man heute bei Hafensänger Fashion sich bestellen. Erreichen euch in den nächsten 7 Tagen. Muss man da nicht Lizenznehmer von Pokémon sein? Ja, nicht, wenn man das so abändert, dass Nintendo hoffentlich die Fresse hält. Nein, wir haben natürlich auch vorher wirklich in der Tat heute ein paar Anrufe getätigt und es ist alles cool, so wie es ist. Dementsprechend dürfen wir diese Cappies ganz hochoffiziell verkaufen. Die gibt's bei hafensängerfashion.de. Genau. Und dich gibt's morgen um 2 Uhr nachts mit der Abrissparty im Megapark. Es sei denn, auf dem Weg zu meinem Auftritt kommt irgendein komisches Pokémon in die Quere, das echt einen harten Kampf braucht. So, dann vielleicht, also plus minus 20 Minuten. Also wir sollten dir auf jeden Fall zu deinem Auftritt das Handy wegnehmen. Relaxo ist im Weg, ne? Wie war das? Was für ein Ding? Relaxo ist im Weg. Was ist das? Das ist so ein fettes. Warum habe ich denn das noch nicht? Du willst Zauberflöte, um ihn zu wetten. Du kennst einen Relaxo nicht. Aber ich scheiß dich zu mit meiner Kohle, Alter. Ich werde automatisch besser als du. Muss ich doch kein Relaxo kennen. Das kaufe ich mir, das mache ich mir über das Vieh. So, ich gehe den Jungs jetzt, glaube ich, mal ein bisschen was zu trinken holen. Wieso machen wir hier, das wäre doch der Shit. Wir machen hier so einen kleinen Calpurnia-Stand oder so einen kleinen Bierstand. Dann verkaufen wir den Dinger für doppelt so viel Geld, wie wir sie eingekauft haben und machen hier das Geschäft unseres Lebens. Ja. Aber ihr kommt doch gar nicht zum Mixen, weil ihr die ganze Zeit Pokémons fangen müsst. Aber es kommt gerade. Dafür haben wir angestellt. Das stimmt. Aber Ingo, du hast auch so ein Standstativ dafür, dein Handy, oder? Ja. Willst du nicht